In wenigen Minuten um 16 Uhr wird die zweite motorisierte Division aus Stettin durch die Mitte der Reichshauptstadt fahren und dann ihre Fahrt zu ihrem sächsischen Aufmarschgebiet fortsetzen. Das ist wohl die günstigste Stunde. Hunderttausende Menschen kommen dann von der Arbeit. Sie werden die begeisterten Massen begrüßen und deren Treuheitskundgebungen den Ausdruck ihrer Ergebenheit und Zustimmung entgegennehmen können. Das wird die Stimmung der Bevölkerung heben. Ale nikde nebylo vidět nadšené zástupy. Lidé šli z práce mlčky a mizeli v podzemní dráze. Z toho pádná manifestace proti válce. Volk kann ich doch keinen Krieg führen. Nein, mein Führer. Dieses Volk braucht noch eine intensive Propaganda. Vielleicht könnte man doch noch verhandeln, wie man die Prager Regierung in 12. Stunde zur Vernunft bringen könnte. Der alte Mann mit dem Regenschirm wartet auf Ihren Anruf.